So, herzlich willkommen in Hörsaal 1-2. Wir hören jetzt von Heiko Borchers Ansible All the Things. Willkommen zu meinem Talk Ansible All the Things, was mir dabei geholfen hat, mit Ansible eigentlich alles zu automatisieren. Erstmal kurz über mich. Ich arbeite jetzt seit 2 Jahren unter dem schönen neuen Buzzword DevOps Engineer bzw. DevOps Architect. Mache hauptsächlich Cloud Infrastructure und wenn es geht, automatisiere ich mir am liebsten alles weg. Dafür nutze ich normalerweise Terraform und Ansible. Terraform wird jetzt aber weniger, weil Ansible tatsächlich immer mächtiger geworden ist und auch die Sachen machen kann, die Terraform machen kann. Dann meine Motivation. Ansible ist einfach das Tool der Wahl für mich. Auf Twitter habe ich viel gelesen in den letzten Jahren, beziehungsweise hauptsächlich auch vor dem Kongress. Ja, sieht cool aus. Wie kann ich das denn lernen? Wo steige ich ein? Und ja, warum ich Ansible so toll finde? Es ist agentless. Es braucht keine zentrale Infrastruktur. Es ist relativ leicht zu lernen. Es ist Open Source. Und es ist ja eigentlich idempotent. Wenn ich eine Ansible-Rolle 5-mal anwende, kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Es verändert sich nach dem ersten Anwenden, sollte sich eigentlich nichts mehr verändern. Da komme ich aber gleich zu, spätestens bei der Demo. Man muss schon ein bisschen Arbeit reinstecken, damit wirklich auch das Ergebnis dabei rauskommt. Was spricht gegen Ansible? Es ist definitiv nicht schnell. Parallele Verarbeitung geht so. Und es läuft halt effektiv doch alles über SSH. Und man muss YAML mögen und schreiben können, weil alles in Ansible ist eigentlich in YAML-Files. Na, dann wollte ich jetzt mal kurz über die Basics drüber gehen. Was hat man so für verschiedene Dateien? Wofür braucht man die? Und ja, das erste ist die Ordnerstruktur. Man hat so seine Ansible-Config. Irgendwo sind noch gehashte Credentials. Dann hat man eventuell Variablen, die für komplette Gruppen vonnöten sind. Dann hat man sein Inventory-File. Playbooks, das sind dann ja, geplante Abläufe von Rollen. Und dann hat man seine Rollen. Die Rollen haben halt alle Namen, haben verschiedene Unterordner drinne. Handlers, Tasks, Templates und Vars. Und ja, als erstes gehen wir mal auf die Ansible CFG ein. Das ist tatsächlich ein simples Config-File, in dem verschiedene globale Konfiguration gesetzt wird. Wo packe ich meinen Fact-Cache hin? Wie lange ist der Fakten-Cache gültig? Wenn ich Sachen mit Ansible Vault verschlüssele, in welcher Datei liegt das Passwort? Das sollte lang und komplex sein. Welchen Ordner soll Ansible auf dem Remote-Server verwenden für temporäre Dateien? Das gleiche nochmal für Local. Sowas steht halt in der Ansible CFG drin. Das Inventory. Steht halt mein Inventar drin. Meine Server mit diversen Hosts. Mein Root-Server, Raspberry Pis, Arbeitsserver. Einfach nur Informationen zu den Hosts, welche IP-Adressen haben sie, welcher Ansible-User soll verwendet werden. Und bei uns, weil ich tatsächlich noch SNMP mit konfiguriere, bei den meisten Sachen steht dann auch noch eine SNMP-Location mit drin. Wo ist dieser Server? Bei Raspberry Pis ganz sinnvoll, man verliert sie eventuell sonst im Haus. Das ist ein Standard-Playbook, tatsächlich das Playbook, was ich auf meinen Hosts normalerweise als allererstes immer ausrolle. Soll halt auf allen Hosts eigentlich immer laufen. Soll sich immer die aktuellen Fakten holen, welche IP-Adressen, Netzwerkinterfaces, konfigurierte Firewall-Regeln und so weiter. Soll als Remote-User Root verwenden. Dann bei den Variablen
soll er als User meinen Nutzernamen noch nehmen und dann vier verschiedene Plays ausführen, vier verschiedene Rollen, Pakete, Datetime, Hostname-Konfiguration und mein Nutzerprofil hinlegen. Und ja, dann gehen wir direkt mal auf die Rolle User. Eine README-Datei zu haben ist nett, aber tatsächlich von Ansible nicht gefordert. In den Defaults stehen so Sachen drin, halt Defaults, die man dann in den Variablen theoretisch überschreiben kann, aber nicht muss. Files sind einfache Dateien, die ich so wie sie sind auf dem Host haben will. Handlers sind kleine Anweisungen, wie zum Beispiel, wenn die Rolle durchgelaufen ist, starte den SSHD einmal neu oder wenn irgendein Webserver konfiguriert wurde, starte den Webserver neu. In den Tasks stehen dann die Hauptaufgaben und im Ordner Vars stehen dann die ganzen Variablen drinne mit den Werten, die sie darstellen sollen. Das sind halt dann einfach nur Defaults. Wie gesagt, Files, Dateien, die man nicht templated hat, sondern die 1 zu 1, wie sie auf dem PC lagen, hochgeladen werden sollen. Und das sind jetzt Tasks. Lege einmal ein Backup vom Sudoer-File an. Guck nach, dass ich Sudo machen darf. Der SSH-Agent sollte auch via Sudo klappen. Hier wird dann nochmal ein File-Check gemacht und dann am Ende der SSH-Daemon einfach neu gestartet. Das kann man inzwischen auch mit einem Ansible-Modul lösen, was dann automatisch einen Sanity-Check macht vom Sudoer-File, weil man möchte das ja nicht kaputt machen, dann sperrt man sich aus. Na, dann der Handler. Ist einfach nur Restart SSH-Daemon. Und ja, das ist jetzt ein einzelner Task. Installiere die Base Software mit ja, tatsächlich sogar einer Schleife. Nehme die Pakete aus der Liste Namen, also aus der Liste Items, gucke, dass deren State vorhanden ist. Wenn er nicht vorhanden ist, installiert Ansible. Wenn er vorhanden ist, kann Ansible das überspringen. Ein etwas anderer Task. Hier wird eine Zeile aus einer Datei geändert. Und zwar auch nur, wenn Permit Root Login noch nicht definiert ist. Und hier hat man das Notify. Notify geht dann an den Händler, wenn die Rolle durchgelaufen ist. Bitte sagt dem Händler Restart SSH-Daemon Bescheid, damit der SSH-Daemon neu gestartet wird. Ja, Variablen. Wir installieren ja, Pakete. Pakete heißen bei unterschiedlichen Distributionen anders. Und wenn ich zum Beispiel das Paket Monitoring Plugins haben will, heißt es einmal Monitoring Plugins Basic unter Debian, Nagios Plugins unter Red Hat und Arch nennt es einfach nur Monitoring Plugins. Und damit so eine Rolle halt nicht nur auf einer bestimmten Betriebssystem-Distribution funktioniert, kann man halt so eine Zuordnung dann mit Variablen machen. Dann haben wir auch noch Variablen, die wir eventuell nicht so ohne weiteres in einem Git liegen haben wollen, die wir nicht unverschlüsselt speichern wollen. Dafür hat Ansible das Vault. Das Ganze ist dann AES-256 verschlüsselt. Das hier ist tatsächlich kein echtes Passwort und keine echten Zugangsdaten, sondern einfach nur von mir gefüllt. Auch wenn AES-256 sicher sein sollte, meine Passwörter nicht in irgendeinem Vortrag zu sehen sein. Und ja, dann
wie fängt man an? Und hier würde ich jetzt tatsächlich dann in die Live-Demo einsteigen. Man nehme einen Raspberry Pi oder auch mehrere. Und als zum Anfang habe ich mir jetzt überlegt, kleines Projekt, der Raspberry Pi als DNS-Adblocker mit Pi-hole. Es wird noch ein NTP ja, Client-Server installiert, der sich dann die Zeitsynchronisation von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt holt und theoretisch auch als NTP-Server im lokalen Netzwerk dann fungieren kann, dass sich die anderen Clients von dem Raspberry Pi ihre Zeit holen können. Dafür habe ich insgesamt drei Raspberry Pis hier in der Wohnung. Einer ist schon fertig konfiguriert mit Pi-hole und NTP. Einer ist halb konfiguriert und einer ist noch komplett nackt. Hier liegt einer dieser Pis. Die anderen beiden, gute Frage. Und dann fangen wir mal an mit der Demo. Ich bin jetzt hier in meinem Ansible Folder. Man sieht mein Inventory, myhosts.yaml. Man sieht das Playbook, pi-hole-yaml. Man sieht noch eine andere kleine Rolle, facts.yaml, die einfach nur das Fact-Caching neu macht. Und ja, einmal kurz auf das Inventory. Eben den Service Pi, mein Raspberry Pi 4 und Old Pi. Die IP-Adressen einfach konfiguriert im, im lokalen Netzwerk. So, dann Cut. Und das ist das Playbook, was ich jetzt ausführen möchte. Geht halt auf die Host Service Pi, Pi 4 und Old Pi. Und dann probieren wir das doch einfach mal aus. So. Jetzt holt sich Ansible erstmal die Facts von allen Pis, beziehungsweise nur vom Old Pi noch. Der Raspberry Pi 4 und der Service Pi waren die Facts schon da. Jetzt seht ihr auch, auf dem Pi 4 und auf dem Service Pi sind alle Pakete schon installiert gewesen. Deswegen sagt Ansible nur, okay, muss nichts mehr getan werden. Und gleich sollte auf dem Old sollte hier changed und dann Old Pi und dann das Paket stehen. Old Pi ist leider ein Raspberry Pi 2, deswegen könnte das etwas dauern. Sehr lange. Ja, changed old Pi hat jetzt Vim installiert. Gerade mal daneben noch den alten Raspberry Pi dazu packen. Einfach Übersicht HTOP. Und dann seht ihr hier, effektiv macht Ansible einfach nur SSH. Und führt dann ganz viele Python-Module aus. Hier jetzt zum Beispiel TCP-Dump installieren.
Und ja, halt so meine Standardpakete. Mal gucken, ob man das erkennen kann. So, mal etwas kleiner, dafür den Text größer. So. Hier seht ihr nochmal die einzelnen Pakete. Das sind tatsächlich ja, sprechende Namen. Und wenn ich jetzt auf die Vars gehe, Main, dann sieht man hier die Zuordnung der einzelnen Paketnamen zu den jeweiligen Namen, wie sie in der Distribution im Paketmanager sind. SE Linux Python heißt halt unter Debian Python SE Linux. Bei Red Hat heißt es lib SE Linux Python. Bei Red Hat heißt Aptitude natürlich leerer String. Und wenn hier dann tatsächlich dieser Variablenname aufgelöst wird zu einem leeren String, gibt es dieses Feld einfach nicht und Ansible überspringt das. Ist ganz praktisch halt für mehrere, wenn man mehrere Betriebssysteme macht. Beziehungsweise mehrere Linux-Distributionen. Ja, hier als nächster Task wird LLDP installiert. Einfach damit man die Hosts im Rechenzentrum, wenn man noch physikalische Hardware hat, einfacher finden kann. Sieht man auch wieder, auf dem OldPi war das noch nicht installiert. Jetzt kommt die Benutzerkonfiguration, dass man sich später mit seinem SSH-Key anmelden kann. Ihr seht auch, das war auf dem Pi 4 und dem Service Pi schon erledigt. Auf dem OldPi noch nicht. Der OldPi war tatsächlich komplett leer. Jetzt der nächste Task ist tatsächlich neues Playbook, eine neue Rolle, nämlich die Netzwerkkonfig. Es wäre ja sinnvoll für den für Pi-hole, wenn man eine Fixed IP hat. Deswegen habe ich da dann gesagt, ich mache IP-Config. Und ich bin großer Freund von YAML, deswegen habe ich mir dann sogar NetPlan von Canonical geholt. Das wird erstmal installiert. Und dann wird diese schöne NetPlan-Config fürs Ethernet-Interface gemacht. Es wird ja, Ethernet 0, der Raspberry Pi hat ja nur einen LAN-Anschluss, wird konfiguriert. Es wird sich aus dem Ansible Fact Cache wird sich die Default IPv4-Adresse geholt. Ansible hat ja diesen Fact Cache. Kann ich euch auch zeigen. Nehmen wir dafür den Pi 4. Hier hat man jetzt in einem JSON-Objekt Ansible Default IPv4. Das hat sich Ansible vorher schon geholt. Und dann können wir es hier in der Netzwerkkonfiguration, um das Ganze quasi fix zu machen, auch wieder verwenden. Konfiguriert jetzt halt dann die statische IPv4-Adresse, V6-Adresse, Gateways, trägt DNS-Server ein. Und nachdem dann die Template da ist. Das muss eigentlich andersrum sein. Erstmal NetPlan anwenden. Ach nee, das war aus einem anderen Grund. Vergesst das. Ich muss erstmal den Networking Service neu starten, weil Raspbian hat so das kleine Problem, solange die,
Datei etc System die Network 99 Default Link existiert, die ist tatsächlich leer. Aber wenn sie existiert, möchte NetPlan nicht. Deswegen löschen wir die erstmal. Blacklisten tatsächlich, falls vorhanden, Wi-Fi und Bluetooth-Treiber, damit die uns in der Netzwerkkonfiguration nicht dazwischen funken. Und am Ende wenden wir die NetPlan-Template an. Und hier seht ihr dann, wie Ansible aus der schönen YAML-Template die Sachen, die Einstellungen befüllt hat. Die IP-Adresse V4, IP-Adresse V6. Das soll es machen. NetPlan soll diese Konfiguration machen, wenn die MAC-Adresse des Ethernet-Adapters ist. Und ja, wie ihr seht, hat es die Konfiguration sauber angewendet. Jetzt gehen wir nochmal rein. So. Das ist jetzt tatsächlich ein längerer Task, sowohl für den Pi 4 als auch für den Raspberry Pi 2. Nämlich einmal den apt-package-cache komplett updaten. Bin mal gespannt, ob der Raspberry Pi 4 da Performance-Vorteile hat gegenüber dem Pi 2. Aber das ist dann auch fast schon einer der letzten Steps, die etwas länger dauern. Und danach sollte es beim Service Pi sehr schnell gehen, weil Pi-hole als DNS-Adblocker schon installiert ist. Bei den anderen beiden könnte es ein bisschen länger dauern. Und zwar habe ich dafür hier noch einen kleinen Check drin, damit diese Rolle halt auch tatsächlich idempotent ist. Guckt diese Rolle, ob das Binary von Pi-hole schon existiert. Und registriert das Resultat, dass wir das als Bedingung benutzen können für die späteren Tasks. Ansonsten würde er, weil wir hier eine Shell-Exec haben und Ansible das halt nicht testen kann, ob dieser Bash-Befehl schon jemals ausgeführt wurde, beziehungsweise dieses Shell-Skript schon jemals ausgeführt wurde. Würde er es sonst jedes Mal machen und die Installation jedes Mal wiederholen. Ist so ein bisschen unpraktisch, weil man sich eventuell dann die Config von Pi-hole damit zerschießt. Und dann hat man keinen DNS-Server mehr. Deswegen wird hier halt geguckt, existiert das Pi-hole-Binary? Wenn nein, gehe in die Defaults, Pi-hole Installer URL, lade diese Datei herunter. So. Und mache sie ausführbar. So, jetzt haben wir erstmal noch, ich hoffe, nur noch eine Minute, bis der Pi 2 fertig ist.
3-4 holen sollen dafür. So ein Raspberry Pi 2 ist dann doch sehr langsam im Vergleich zu einem Pi 3 oder 4. Ansonsten, wo kann ich noch drauf eingehen? Ach ja, es gibt tatsächlich momentan noch ein kleines Problem. Der Pi-hole Installer hat einen Bug im Moment. Nämlich das Unattended Setup funktioniert nicht so ganz. Im letzten Schritt möchte es dann doch eine Fullscreen-Message weggeklickt haben. Die wird mit dem in Linux integrierten Tool Whiptail generiert. Und da ist dann halt das Problem, Ansible kann die Meldung nicht erkennen und sie deswegen auch nicht wegklicken. Und dann würde das Setup ja quasi immer weiterlaufen und nichts tun. Deswegen nehmen wir hier die Whiptail Binary einfach weg, damit dann kein Command Not Found Error kommt. Legen wir dem Installer einfach nur Echo dahin, damit es den Output irgendwo hinpipen kann. Wohin ist irrelevant. Und ja, danach erstellen wir einfach die Pi-hole Config, auch wieder aus einer Template. Hier sind dann sämtliche Konfigurationseinstellungen. Welches Network Interface soll Pi-hole nehmen? IP-Adressen? Soll Query Logging gemacht werden? Soll das Web Interface installiert werden? Privacy Mode, DNS Server? Möchte ich DNSSEC haben? Das meiste davon steht halt in Defaults. In den Variablen steht tatsächlich nur meine Mailadresse drin im Moment, weil ich sonst die kompletten Defaults übernehme. Man könnte aber auch dann sagen, Pi-hole DNSSEC gleich true in VARs. Dann würden die Defaults überschrieben werden und es würde die spezifischere aus den VARs die main.yaml genommen werden. Und ja, ihr seht, hier, das war noch check that some file conf exists. Das ist von mir umbenannt geworden in check if pi-hole binary exists. Das ist einfach nur stat existiert die Datei. Und ihr seht, weil sie auf meinem Service Pi schon existiert, überspringt er die Tasks, die für die Installation von pi-hole nötig sind. Dadurch ist einfach gewährleistet, dass er jetzt Pi-hole nicht nochmal installiert und mir dann sämtliche schon erstellte Config überschreibt. Und ja, jetzt installiert hier Pi-hole einfach schön alle Pakete, die es braucht. Die kommen dann tatsächlich aus dem Installer-Skript. So, Pi-hole, Automated Basic Install. Ist halt ein langes Bash-Skript, was da runtergeladen wurde. Und dieses Skript wird dann halt ausgeführt und hat
als Variablen einfach diese Template übergeben bekommen. Und wie die dann auf dem Host aussieht, kann ich euch auch schnell zeigen. So, Setup Varch Conf. Wie ihr seht, Ansible hat dann Sachen, wo Variablen als leer definiert wurden, einfach auch leer gelassen. API Exclude Clients, Exclude Domains. Seht ihr auch hier, die Variablen sind einfach leer. Sind jetzt auch dann in der Config-Datei leer. Ja, welches Theme, welche beiden DNS-Server eingetragen werden sollen. Gucken wir mal, wie weiter ist. Ja, holt sich gerade das Binary aus von GitHub. Hat jetzt den Webserver gestartet und startet jetzt noch die restlichen Services. Jetzt haben wir hier noch dann Restore Whiptail. Und jetzt werden alle drei Raspberry Pis einmal neu gestartet. Und dann ist die Demo auch schon durch. Und wir haben jetzt tatsächlich drei Hosts auf den Pi-Hole als DNS-Adblocker installiert ist. Ja, sein sollte. Hier seht ihr auch Connection Closed. Das war das falsche Terminal. So. Gut, theoretisch nach einem Reboot müsste Ansible eigentlich nicht nochmal NTP-Daemon, Fail-to-Ban und SSH-Daemon neu starten. Aber ja, ihr seht jetzt, Play Recap, auf dem Old Pi hat er tatsächlich 34 einzelne Tasks ausgeführt, 9 geskippt. Auf dem Raspberry Pi 4, auf dem die teilweise Installation gemacht war, hat er 18 Tasks ausgeführt, 9 geskippt. Und auf dem Service Pi, auf dem eigentlich schon alles fertig installiert war, hat er 3 Tasks ausgeführt. Das sind tatsächlich dann Tasks, wo Ansible vorher nicht erkennen kann, ob sie mal schon mal ausgeführt wurden. Und 17 Tasks wurden insgesamt geskippt. Unter anderem halt, wie ihr hier seht, die Pi-Hole-Installation. Dann gehen wir einfach mal auf einen dieser Pis drauf. So, da ich die Passwörter immer wieder vergesse. Das ist tatsächlich der Pi, der vorher schon installiert und konfiguriert war. Und das ist der Raspberry, Pi 4. Und das hier ist der Raspberry Pi 2.
Wie ihr seht, Pi-hole ist auf allen jetzt installiert und konfiguriert und könnte jetzt als DNS-Adblocker für euch zu Hause, euch vor der vor Werbung und der Website der Bild-Zeitung bewahren. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Den Code für die Slides findet ihr auf GitHub. Ich werde das Repository gleich öffentlich schalten. Kann ich eigentlich auch jetzt direkt machen. So. Repository Settings. Manage Access. Repository ist jetzt auch öffentlich und wie gesagt, die Slides findet ihr inklusive der Links. Genau. Wurde ja schon hier im Chat gepostet. Die Slides gibt es entweder unter talk.borchers.ninja oder ihr könnt euch auch den Code für die Slides auf GitHub direkt angucken. Da sind auch dann die Ansible Playbooks drin, die Rollen. Und dann könnt ihr euch das einfach angucken.